Während die Aktienmärkte weiter eine Party feiern, weil sie sagen, die Inflation hat ihren Hochpunkt erreicht, die Fed wird dann bald die Zinsen nicht mehr anheben und gleichzeitig wird die Wirtschaft nicht in eine Rezession fallen, ein bisschen viel auf einmal, aber gut. Während also diese Aktienmärkte diese Party feiern, sehen wir, dass die Energiekrise vor allem in Europa immer krasser wird. Wir sehen neue Höchststände bei Gaspreisen, neue Höchststände bei Strompreisen. All das ist nicht nur hochgradig inflationär, sondern ein massiver Wettbewerbsnachteil, vor allem auch für europäische Firmen, die das Ganze nicht werden kompensieren können. Der Staat versucht ja schon einigen Firmen zu helfen, auch den Verbrauchern zu helfen, aber irgendwie hat man das Gefühl, das ist eine never ending story. Es geht einfach immer weiter nach oben. Und diese Entwicklung wird darauf hindeuten, dass wir dann wahrscheinlich im Oktober zweistellige Inflationszahlen haben werden. Und dann sehen wir eine EZB, die wahrscheinlich, naja, irgendwie ziemlich desolat agieren wird und muss. Denn auf der einen Seite haben wir die Neuwahlen in Italien mit möglicher rechtspopulistischer Regierung, die Fratelli d'Italia, und auf der anderen Seite muss man die Inflation bekämpfen. Also das wird ein schwieriges Unterfangen. Aber schauen wir uns zunächst mal diese Energiekrise an. Hier sehen wir etwa die Natural Gas Prices in Europa. Hier sind wir mal eben 10% gestiegen. Das wäre der höchste Schlusskurs ever, den wir hier gesehen hätten. Auch die Preise in UK, also in Großbritannien, steigen deutlich. Auch die Preise in Asien steigen deutlich. Was den Leuten hier ja nicht erzählt wird, ist, dass unsere Sehnsucht nach Flüssiggas, vor allem die Sehnsucht der Deutschen, die ja Putins Gas nicht mehr haben wollen, dass das zu massiven Verwerfungen vor allem in armen asiatischen Ländern führt, etwa Pakistan, andere Länder, die keine Gaspipelines haben, die angewiesen sind auf Flüssiggasimporte. Und jetzt kommt ein finanzstarkes Land wie Deutschland und sagt offenkundig, wir zahlen jeden Preis. Das bringt diese asiatischen Länder in Schwierigkeiten, sorgt dafür, dass auch dort die Preise steigen, dass auch dort die Krise sich noch weiter verschlimmert. Und so hängt eben alles mit allem zusammen. Wir sehen, dass Europa jetzt schon so verzweifelt ist, dass man sogar Flüssiggas aus Australien importiert. Das hat es, seit es hier eine Erfassung solcher Daten gibt, woher Flüssiggas importiert wird, noch nie gegeben. Das ist also etwas völlig Neues. Das ist ein bisschen lang, die Strecke. Das ist umwelttechnisch natürlich eine totale Katastrophe. Flüssiggas ja schon per se mit einer sehr schlechten Energiebilanz und dann noch diese weiten Transportwege. Also das ist schon ein Ausweis, wie verzweifelt man ist, wie stark man hier in Europa letztendlich darauf erpicht ist, von diesem russischen Gas unabhängig zu werden, sodass man dann massive Preis- oder massive Kostensteigerungen eben für solche Importe durchaus in Kauf nimmt. Hier sehen wir mal Natural Gas auf der linken Seite, der europäische Benchmarkpreis, Dutch TTF, auf der rechten Seite der Preis in UK, der an der Londoner Börse gehandelt wird. Beide sehen so ein bisschen Viagra-mäßig aus. Und jetzt kommt noch dazu, in Deutschland neben den Gaspreisen auch die Strompreise. Jetzt das erste Mal die Marke von 500 Euro für die Megawattstunde überschritten. In Frankreich sind wir sogar bei 670 Euro für die Megawattstunde. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind wirklich Explosionen. Wie soll das aufgefangen werden? Wie soll das gut gehen, fragt man sich da. Mir fällt keine Antwort ein. Wir sehen aber, was jetzt schon die Folge ist. Jahrzehntelang oder jahrelang hatte die Eurozone, hatte vor allem Deutschland einen Handelsbilanzüberschuss. Aber jetzt importieren wir etwa aus Norwegen Gas. Scholz war ja kürzlich unter anderem in Norwegen. Wir importieren jetzt, wie wir gesehen haben, aus Australien Gas. Wir importieren also aus Ländern, mit denen wir vorher nicht so wahnsinnig viel zu tun hatten, das zu immensen Kosten. Das führt dazu, dass etwa die Handelsbilanz der Eurozone mit 24,6 Milliarden im Minus war, die Handelsbilanz der EU mit 34 Milliarden im Minus war. Und diese positive Handelsbilanz war immer eine Stütze auch der europäischen Gemeinschaftswährung des Euro. Ein Währungsraum mit positiver Handelsbilanz zieht potenziell auch Kapital an. Also
Das scheint vorbei zu sein. Hier sehen wir mal die Inflationsentwicklung. Linke Seite, obere Grafik in Europa, rechte Seite in den USA. Und was Sie hier dunkelrot sehen, ist der Anteil an Inflation. Hier sehen wir links bei der Eurozone fast die Hälfte und rechts in den USA, naja, wenn es gut läuft, ein Drittel. Also wir sehen, dass die Eurozone, das sieht man hier jetzt mal in Grafiken auch, hier viel stärker betroffen ist. Und das ist natürlich für Firmen ein immenser Nachteil, der da zu Buche schlägt. Wenn ich ein Gut produziere, ein Produkt produziere, das etwa auch die Amerikaner produzieren, dann habe ich jetzt, wenn es vor allem energieintensiv ist, habe ich natürlich massiv gestiegene Kosten. Und Alf, ein Italiener, bringt das auf den Punkt, was jetzt auf die EZB zukommt. Wir werden neue Hochs bei der Inflation in Europa sehen. In den USA wahrscheinlich nicht, aber in Europa schon. Jetzt dann durch Ende 9-Euro-Ticket die Steuernachlässe beim Tanken. Dazu jetzt noch Gasumlage und. Jetzt sehen wir also, wie die Strompreise auch nach oben schießen. Und die EZB wird dann entscheiden müssen, naja, stützen wir Italien weiter, wenn da möglicherweise eben eine sehr rechte Regierung am Start ist, was der eher links orientierten EZB nicht so wirklich gefallen dürfte. Also das werden lustige, werden unruhige Zeiten. Heute die Meldung dann vom Wall Street Journal. Deutschland hat beschlossen, die drei noch bestehenden Atomkraftwerke in ihrer Laufzeit zu verlängern. Das sei letztendlich notwendig geworden aufgrund eben der Energiekrise, die dann nochmal verstärkt wurde durch den Ukraine-Krieg. Jetzt hat aber ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums, also eines Habeck-Ministeriums, gesagt, ja, nee, haben wir noch gar nicht entschieden. Wir machen noch einen Stresstest über Elektrizität, über die Versorgung mit Strom, mit Elektrizität. Und erst wenn die abgeschlossen ist, dann werden wir die Entscheidung treffen. Ich glaube, die Entscheidung ist schon längst gefallen. Aber ein Sprecher eines grünen Ministeriums scheint sich da noch ein bisschen schwer zu tun. Immerhin, wenn wir uns mal anschauen, was seit Jahresbeginn an Stromerzeugung passiert ist mit den verschiedenen Energieträgern, sehen wir Atomkraft -12%, Gas +4%. Wir haben also mit Gas mehr Strom erzeugt, mit jenem sehr seltenen Gut seit dem Ukraine-Krieg nicht wirklich gut. Wind immerhin +16%, Kohle +11%. Wir fahren ja gerade in Deutschland auch die Kohlekraftwerke wieder nach oben. Hydro, also Wasserkraft -20%. Und Solar immerhin jetzt +23%. Heute ist ja dann noch bekannt geworden, dass bei dieser Gasumlage eben die Mehrwertsteuer doch erhoben werden muss. Lindner, der Finanzminister, hat ja versucht, bei der EU hier eine Ausnahme zu erzielen. Nein, es gibt keine Ausnahmen, hat die EU gesagt, aber wir werden zusammen da schon Lösungen finden, denn auch der EU ist klar, dass das natürlich für die Verbraucher ein Riesending sein wird. Und diese Verbraucher, wie auch die Firmen, die haben schon sichtbar ihren Gasverbrauch eingeschränkt. 15% weniger Gasverbrauch im ersten Halbjahr diesen Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Aus verschiedensten Gründen, weil die Leute einsparen, weil Gas zu teuer ist und man dann versucht, etwa als Firma andere Energieträger zu finden, mit denen man sein Produkt herstellen kann. Wir sehen auch übrigens, dass Gazprom weniger herstellt. Jetzt zumindest in der ersten Augusthälfte hat man 36% weniger Gas produziert als im selben Zeitraum des Jahres 2021. Also wir konsumieren weniger Gas, die Russen produzieren inzwischen weniger Gas. Das ist also eine Endlosschleife. Aber nochmal zurück zur deutschen Industrie. Wir sehen die Folgen eben dieser Energiekrise auch heute im ZDW-Index. Wir bleiben im Depressionsmodus. Der sechste Rückgang oder der sechste Wert in Folge extrem negativ hier, der ZDW-Index. Und rechts oben sehen Sie mal die Grafik, die den Stand des ZDW zeigt. Und der ist unter den Tiefs, die wir im Corona-Crash gesehen haben, also in der Corona-Krise. Also die Stimmung ist schlechter als auf dem Hochpunkt der Corona-Krise. War ja völlig unklar, wie geht es weiter, wann öffnet die Wirtschaft wieder. Also das ist durchaus schon bemerkenswert. Und das Thema Inflation ist inzwischen soweit jetzt in den Köpfen angekommen, dass die Deutschen sagen, nämlich 49% der Deutschen, Inflation ist das größte Problem, das wir haben. Und
Das zweitgrößte Problem ist wahrscheinlich, dass wir eine Notenbank haben, die nicht wirklich etwas dagegen tut, aber da werden die Deutschen leider nicht dazu befragt. Was macht denn die amerikanische Fed? Hier sehen wir mal diesen Zinsanhebungszyklus der Fed. Ist der durchhaltbar, wie mein Kollege Hannes Zipfel fragt? Morgen Abend ja das FOMC-Protokoll. Allerdings war das ja, ist das das Protokoll zu der FED-Sitzung, die vor den Inflationsdaten waren, die jetzt kürzlich veröffentlicht worden sind. So oder so, die FED muss jetzt zeigen, dass sie es ernst meint, dass sie handelt. Wir haben ja gesehen, dass die FED-Bilanz nur um 36 Milliarden Dollar bisher geschrumpft ist. Eigentlich liegt die US-Notenbank da völlig hinter dem Zeitplan. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, da sehen wir, dass die Märkte immer weiter steigen, damit die Financial Conditions immer laxer werden. Und das wird bedeuten, dass die FED wahrscheinlich jetzt richtig auf die Kacke hauen muss, auf Deutsch gesagt. Die Märkte preisen ja ein, ja, es werden nur 50 Basispunkte bei der nächsten Sitzung. Aber wenn es so weitergeht mit den Aktienmärkten, dann muss die FED gegensteuern mit einer umso größeren Zinsanhebung, denke ich. Zumal wir auch gesehen haben, dass jetzt in den USA der Erdgaspreis auf dem höchsten Stand seit 2008 ist. Nur Öl fällt wegen eines möglichen Iran-Deals auf der einen Seite und wegen Rezessionssorgen auf der anderen Seite. Jene Rezessionssorgen, die die Aktienmärkte offenkundig nichts angehen. Also wir sehen, die Aktienmärkte sind in einem eigenen Kosmos. Hängt vielleicht auch von Positionierung oder hängt mit Positionierungen zusammen, Short Squeeze und. Aber die Investoren sind nicht länger apokalyptisch bärisch, wie die Bank of America hier schreibt, aber eben noch ziemlich bärisch. Und zwar ist man sehr defensiv positioniert seitens der großen Investoren in Cash, in Healthcare, in REITs, in Utilities, also Versorger, Bonds. Also alles, was defensiv ist, da ist man übergewichtet. Das, was offensiv ist, ist man untergewichtet. Das erklärt vielleicht auch diese Rallye. Und so sagte Bank of America in Gestalt von Mr. Hartnett, sagte, ja, das Sentiment ist noch zu bärisch. Also die Positionierung und das Sentiment ist noch zu bärisch, als dass wir jetzt schon das sofortige Ende der Bärenmarkt-Rallye sehen. Aber wir sind geduldige Bären, so 4.328 Punkte im S&P 500. Wenn wir da drüber gehen, dann würden wir Profite mitnehmen oder wir würden eben dann aussteigen, Stück für Stück aus den Märkten. 4.328, das ist genau der 200-Tages-Durchschnitt. Also kein Zufall, dass die Bank of America hier sagt, da könnte man mal ein bisschen die Reißleine ziehen. Aber wir sehen, die Exzesse gehen weiter. Bed Bath & Beyond, 70% Steigerung heute, ein Meme-Stock inzwischen. Wir sehen GME, also GameStop, wieder massiv gestiegen. Für die Fed heißt das, die Exzesse sind wieder da, die Exzesse des Jahres 2020 und 2021, als wir ja all das schon mal hatten. Jetzt wird wieder massiv so getan, als würde die Geldpolitik weiter ultra expansiv sein. Das kann der Fed nicht schmecken, ich kann mich da nur wiederholen, da wird sie etwas tun müssen. Und die Frage ist, was kommt jetzt in Sachen Wirtschaft? Sehen wir wirklich dieses Soft Landing? Alan Ruskin von der Deutschen Bank sagt, naja, wir haben ja jetzt einen Rückgang gesehen der Rohstoffpreise. Heute allerdings die meisten Rohstoffe doch wieder nach oben. Sodass zumindest eine kleine Hoffnung besteht, dass wir ein Soft Landing der Wirtschaft sehen. Aber das Hard Landing hat eine viel höhere Wahrscheinlichkeit. Denke ich auch, vor allem wenn die Fed ernst macht. Und Sven Henrik sagt hier so, wenn ihr glaubt, dass man eine Inflation, die so hoch ist wie seit 40 Jahren, nicht mehr einfach mit einer praktisch nicht restriktiven Geldpolitik bekämpfen kann, daraus keine Rezession entsteht und die invertierte Zinskurve uns überhaupt nichts zu sagen hat, dann hat man vielleicht vergessen, mal in die Geschichte zu blicken. All das ist relativ eindeutig, wenn die Vergangenheit ein Beleg ist für das, was kommen kann, dann dürfte es eindeutig sein, dass die Fed die Geldpolitik so lange straffen wird, bis die US-Wirtschaft in einer Rezession ist und auch die ja sehr dünne Liquidität an den Märkten zeigt. Wenn Sie Futures handeln, wissen Sie, was ich meine. Wenn Sie ETFs etwa sich anschauen auf den S&P 500, dünnste Liquidität insgesamt, so sagte Lance Robert, die Liquidität nimmt immer ab vor Rezessionen. Und das sehen wir hier auch. Wir sind, je höher diese obere Grafik geht mit diesem Pfeil nach oben, umso dünner die Liquidität und dunkel
Und grau gestrichelt sind die Rezessionen. Also, Rezession auch heute durch die neuen Daten wieder wahrscheinlicher. Die US-Baubeginne fast wieder 10% gefallen. Tiefster Stand seit Anfang 2021. Auch die Baugenehmigungen waren zwar etwas besser in den USA, aber auch tiefster Stand seit Oktober 2021. Also am Immobilienmarkt in den USA, da geht es doch relativ erkennbar nach unten. Die Gründe sind klar: steigende Zinsen, Hypothekenzinsen, dann die Inflation, die das finanzielle Polster der Leute immer geringer werden lässt, etc. etc. Und auf der anderen Seite wieder Optimismus nach Walmart-Zahlen. Walmart hat heute seine zuvor gesenkte Prognose wieder ein bisschen angehoben. Das hat der Aktie von Walmart geholfen. Auch Home Depot war ziemlich gut. Das hat dem Dow Jones wiederum geholfen. Aber interessante Aussagen von Walmart übrigens. Wir haben Aufträge in Milliardenhöhe gecancelt. Warum cancelt man als Walmart Aufträge? Weil man eben von geringerer Nachfrage ausgeht. Und der Walmart-CEO hat auch gesagt, Wage Inflation will be with us basically forever. Also grundsätzlich für immer. Und für immer ist doch eine relativ lange Zeit, meine Damen und Herren. Interessant wird es, gerade weil wir ja zuletzt Tech-Rallies gesehen haben. Heute der Nasdaq schwächer wieder, aber dennoch in den letzten Tagen. Und da sehen wir Zahlen von HP, von Dell und von Nvidia. Und wir sehen, dass die Nachfrage nach PCs, nach Speichern etc. etc. offenkundig massiv eingebrochen ist. Das werden wir in den Zahlen dieser Konzerne dann sehen. Und jetzt hat etwa auch eine Apple wie auch eine Toyota haben jetzt Probleme mit Lieferungen aufgrund der Hitzewelle, die auch China jetzt getroffen hat. Und dadurch können bestimmte Dinge nicht geliefert werden, weil diese Firmen nicht mehr regulär arbeiten. Insgesamt, wenn wir nochmal bei China sind, das ist mir wichtig vielleicht zu betonen, sind wir jetzt in einem inflationären Jahrzehnt, deswegen werden auch die Notenbanken weiter diese Inflation bekämpfen müssen, denn wir sehen, dass die Geopolitik, Kriege, das ist inflationär, die ganze Umweltpolitik ist inflationär, die Wirtschaft durch Deglobalisierung inflationär und vor allem Demographics, also die Demografie, ist inflationär. Das hat Michael Hartnett von der Bank of America schon vor einiger Zeit gesagt. Und wenn wir Demografie sagen, dann schauen wir uns mal die Geburtenrate in China an. Da sind im Jahr 2021 10 Millionen Babys geboren worden. Im Jahr 1990 waren es noch 25 Millionen. Also wir sehen, wie die Demografie da zuschlagen wird. Es wird immer weniger Chinesen geben und dadurch immer weniger Arbeitskräfte, so wie bei uns auch, wird die Demografiekeule zuschlagen und inflationär zuschlagen. Und auf der anderen Seite jetzt die Frage eben Wirtschaft, Rezession voraus. Mein Kollege Wolfgang Müller hat darüber einen sehr guten und intelligenten Artikel geschrieben. Wirtschaft USA, Rezession voraus. War der gestrige New York Empire State Index nur eine Ausnahme, nur ein Ausrutscher? Oder zeigt er das, was kommt? Das ist das eine. Und was hier der Fall ist, das sehen wir bereits bei den Immobilienpreisen. Neue Daten, Rückgang in allen Segmenten. Das geht ja viele von uns an mit den Immobilien. Also zwei Empfehlungen. Und jetzt sage ich Servus und Ciao.